So Leute, und nach dem Besiegen des Arena-Leiters und von Lanek und Lolana geht's weiter hier im Pokolei Platinum. Und zwar gehen wir auf den Weg Penis, ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg zur Siegestraße, glaube ich. Also ist noch gesprayt, okay. Lolana hat uns ja erst den Weg versperrt und wir sollten jetzt durch können, weil sie ja gesagt hat, wir sollen mal in ihr Haus gucken, weil er jetzt ihr Freund ist. Und den haben wir besiegt, die beiden Rangers aus Pokémon Ranger. Der war schlecht. Und wir sollten jetzt eigentlich da zu hinkommen. Wir haben ja jetzt Waterfall ja auch und alles. Von daher passt das ja. Ne? Wir haben ja Waterfall. Waterfalls. Ne? Und da surfen wir mal da hoch. Beziehungsweise Waterfall da hoch. Und whoop! Und wo sind wir dann? Elite 4. Victory Road. Full Restore. Ach du Scheiße, das wird jetzt mal ein scheiß Part Siegestraße, würde ich sagen. Larion. Und wir haben nicht aufgeheilt. Nice. Super. Oder super? Ja, super, würde ich sagen. So ist es. Ba, 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 ba. Sonnenfeld. Ba, 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 ba. Sonnenfeld. Man hat einfach mal Waterfall. Weil es geil aussieht. Und Solar Rocks, der ein Solarblock. Die neuen Platten, die man jetzt einbauen kann auf sein Haus. Solarblöcke. Jetzt neu bei Minecraft und bei ihrem Bausparvertrag. Hyper Potion, da haben wir es. Super, okay, weiter geht's. Und. Ja, 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 ja. Victory Road, the final part to the Carrier League. So, Zeri League. Leech, 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 Leech of Legends oder was? Luxray. Jetlag. Jetzt gucken wir uns beide an. Grillen, Grillen. Ja, Grillen, ne? Ich wollte grimmig sagen, oder? Grimm. Keine Ahnung, irgendwas soll ich sagen mit Grimm. Knurren sich an oder sowas, aber nicht grillen. Sie grillen. Toll. Wie dumm ist so das noch? Sie grillen. Hallo? Sie grillen. Jetzt mal echt, ey, wie dumm ist das? Das ist doch irgendwie ganz schön, aber wir lassen uns nicht beirren. Sondern haben wir den Battle hier gewonnen gegen Carmen. Carmen! Und Super Potion! Super Potion! Super. Vielleicht sind da diesem Tor schon die. Oh, Fun Pimon, der ist das Shiny, was ich jemals gehabt habe. In allen Editionen. Nein, die ist noch nicht zu Ende. Sie ist noch nicht zu Ende. Oh, das Geist-Pokémon gibt es ja auch. Jammers, falls ihr das haben wollt. Mit diesem Sarg später. Ziemlich geil, das Ding eigentlich. Ultra Ball, okay. Hier ist ein Ass-Trainer. Jetzt mal Langfinger nach vorne, weil mein Langfinger einfach ein motherfucking Mofo ist. Und das eigentlich schon richten wird, meine ich. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ba, 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 ba. Oh, oh. Das war nicht so gute Prediction jetzt, aber schlechtes Matchup eben. Schlechtes Matchup. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So. Alles schließen hier. Und Toxicroak. Toxicroak. Jawoll. Was können wir machen? Ich würde es einmal rauf vom Cross-Shop, so richtig. Rambidelmi-mäßig Cross-Shop. Boom! Ja, macht auch ganz gut scharf, finde ich. Revenge, er macht mehr Schaden, 100%ig. Nicht. Okay, krasser Level ist jetzt Level 45, ne? Okay, das macht doch einiges aus. Nochmal. Boom! Und down. Nice. Das gefällt mir gut. Ach, scheiß wenig EP. Richtig wenig. So, wieder voran. Noch so eine unnötiger Statist hier. Und die können wir nicht ausweichen, ne? Astrainerin! Hat sich herausgestellt, dass er eine Astrainerin ist. Super, ne? Ich habe mich auch gefreut. So, gegen den sollte man, gegen Carpel sollen wir eigentlich ganz leicht besiegen. Was ist mit meinem Deutsch los, Alter? Sollten wir ganz leicht besiegen, ey. Was laberst du? Sollten wir ganz leicht besiegen, so heißt das. Meine Güte, ey. Das ist echt unglaublich. Revenge. Sehr effektiv, von daher auch. Die einzigste Wahl. Boom! Mann, 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 Mann. So, was gibt's jetzt? Sandra.
Tatsächlich so echt ein Vibe, ey. Die hat aber keine. Nein, ich sag's nicht. I don't so tell you so this. Und nochmal so ein Geist, ja, Mask. Das sind echt starke Viecher, ey. Oder wir sind einfach nur krass overleveled. Underleveled so. Ein Karate-Meister. Noch ein Ass-Trainer. I'm ready to face your face with my fast. I fist you with my fast. Oh, Traumagil. Ja, Faint Attacks. Andere wäre eigentlich sinnlos, weil Kampfattacken nicht sehr effektiv sind, beziehungsweise keine Wirkung haben. Und Giftattacken auf Gift-Pokémon nicht sehr effektiv sind. Mhm. Puckley, das ist doch, was doch. Schlapp. Na, scheiße, das ist denn Kacke. Ja, Kacke ist nicht, dass wir jetzt ein schlechtes Matchup haben, wir haben ein gutes Matchup, aber. Das Rad war scheiße, von daher. Aber Cross-Shop sehr effektiv, von daher, was habt ihr eigentlich? Plus Step. Macht super Schaden, 160. Best. Para und Lance. Beste. Victor Stone! Boom, ja! Oh, Leute. Ihr wisst, was das heißt. Scheißegal. Scheiß auf den Dreck hier jetzt in der Siegestraße. Es ist gerade was motherfucking Mofo passiert. Du bist ersetzt jetzt, Ruffle. Und zwar durch ein altes Teammitglied, was vor zwei Parts rausgeflogen ist. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch dran. Ja, ich rede von Giratina, genau. Nein, Spaß. Giratina ist es nicht, aber das gute alte Vulpix. Zack, Ruffle, du kommst auf deine eigene Box, weil du was ganz Besonderes bist in meinen Augen. I kiss you hard, bitch, und so. Ne, heilen. Wow, nach zwei Parts heile ich mal wieder. Oder keine Ahnung wie lange, auf jeden Fall lange. Und Firestone! Nach motherfucking 149 Parts entwickelt sich das Scheißding endlich. Endlich keine Qual mehr, kein nubiges Viech mehr im Team. Ninetales was born. Oh yeah. Oh, endlich. Werte, gib mir die Werte. Das ist doch mal ein vernünftiger Sweeper jetzt, ey. Motherfuck yeah, ey. Endlich, Leute. Endlich. Ihr wisst, wie lange ich drauf gewartet habe. Oh. Fuck yeah. Fuck yeah einfach. Ah, geil. Ah. Gut, dass ich die Items allein sammle, ey. Das ist echt richtig awesome. Super Repair und Surfen auf Baggersee. Whoopee! Texas, hallo. Ich hab Sehnsucht nach Texas. Den Himmel will ich wiedersehen. Wir machen Barbecue im Freien. Was Schöneres hab ich noch nie gesehen. Oh yeah. Denn ich hab Texas im Herzen. Du kannst mich nicht mal weinen sehen. Oh nein. Oh ja, ich weiß gar nicht mal, wie das Lied ging. Das war von SpongeBob episch von Sandy Cheese. Sandy Käse, ja, ihr habt richtig gehört. Käse. Wer diese Sendung nicht mehr kennt, ja, kennt wahrscheinlich jeder SpongeBob. Fand ich damals schon scheiße, finde ich jetzt auch noch kacke und einfach nur lame. Scheiße. Und ein Wanderer. Es ist lustig zu wandern, Victory Road. Golem. Ninetales, sein erster Auftritt beendet sich in 5 Sekunden. Alter, das Backsprite ist geil. Walzer. Waterfall, komm. Boom. Golem was defeated. Du bist down, wie mein Parkettenbude. Matchamp, mach Schock oder was? Mach Romai, so. Es tut mir leid, mach Romai, ich wollte dich nicht anmachen. Bodybuilder, was ist da los? Haha, Submission? Submission, ey. Submission ist ein Aufgabenmove, ey. Wie geil ist das denn, ey? Chokeslam und so, ne? Das ist die Undertaker. Super. Noch ein Gegner oder was? TM42. Nice. Haben wir auch schon, glaube ich. Und der Next Trainer. I was something. Battle-mäßig irgendwas.
Nein, okay. Da hat Trotti aber jetzt was. Auch wenn der Bedrohung losgeht, wir haben eh speziell von daher Flammenwurf. Wie viel? Ungefähr die Hälfte. Boah, du bist ja richtig gut. Und ich krieg Kuchen. Oh, Leute. Kennt ihr das? Im Haus ist jetzt ein PC. Wollt gleich in einer fahren und dann richtig Kuchen. Könnt ihr dann noch in einer fahren gleich? Ich nicht. Magnetic, wollt Henso, okay? Alter, wie hört sich das Scheiße an, ey? Bite me, bite me. Und wir grillen in dich. Zack. Alter, ja, das ist ein scheiß Geräusch auf Speed, ey. Und endlich kriegen wir perfekte Lyron, okay, nochmal. Perfekte EVDV-Punkte, ey. Das ist gut. Das gefällt mir. Und, oh, das ist einfach awesome, ey. Endlich haben wir das scheiß Ding jetzt. Horty. Ich bin stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. Victory Road schon zu Ende? Die gefällt mir, die ist gut. Kenter. Mein allererster Rivale. Well, Zero, du hast Victory Road geschafft. Jetzt kommst du Elite vor. Jetzt komm ich und bash dich. Mit deinem Ohr. Okay, der Schrei war schlecht, aber. Zyplosion. Ich hab nur Level 64, ne? Pudding, komm. Ich wusste, dass er irgendeinen Scheiß macht, ey. Toxic. Wir sind Special Wall, von daher. Sollten wir es aushalten. Und das tun wir auch natürlich on Toxic erstmal. Jetzt hau ich erstmal in Hyper Potion rein. Wenn ich ihn finde. Zack! Flammenwurf nochmal, okay. Der hat jetzt ein bisschen mehr Schaden gemacht, ne? Habt ihr es gemerkt? Swift, okay, das kannst du ruhig machen. Desto länger die Runden gehen, desto mehr zieht unsere schöne Scheiße ab. Flammenrad, okay. Mach ruhig. Kein Ding machen. Wir müssen auf Großbrand aber aufpassen. Okay, jetzt wird der Großbrand aktiv. Nächste Runde ist er eh kaputt, von daher können wir uns heilen. Durch Gift wird er eh zerstört, von daher passt das. Ja, ohne die Runde, Gift tötet. Zack! Ein paar Erfahrungspunkte. Und Aggron. Probieren es mit Hotzi, auch wenn ich auf Erdbeben hoffe. Er sagt nicht hoffe, sondern ich erwarte Erdbeben. Von daher, holen wir einfach Flammenwurf raus. Und es holt ungefähr die Hälfte oder so nach. Ja, geht so. Double Age. Oh, Risikotackle. Jo, hat ihn selber sehr viel Schaden gemacht. Das ist klar, dass wir da nicht überleben können. Anti-Granit wäre jetzt eigentlich eine Idee, aber ich mach mal hier unseren guten Langfinger. Der durch Revenge ist nochmal ordentlich Boost kriegt. Und das Ding 200% One-Hit wird da vierfach schwächer und so, ne? Jo. Bam, tot. Und Level 53. Und Kentaro besiegt. Great job. Once again, you beat me. Und er geht nicht zur Elise vor. Wir haben ihn seinen Traum von des Pokémon-Meisters ausgeredet. Und wir überfahren die einfach mal, weil ich will sehen, wo wir hinkommen. Dann. Ach, wir müssen da tauchen oder was? Naja, ich würde sagen, meine Freunde, da der letzte Part zu lang war, tauchen wir noch irgendwie kurz unter und dann gucken wir mal, wie wir unter Wasser sehen. Ja, wir müssen tauchen. Mann, Tax, ist das geil! Leute, ich stehe auf sowas, ihr wisst es ja. Ist das geil. Müssen wir lang. Müssen wir lang. Das ist ein bisschen doof jetzt, dass wir nicht wissen, wo lang. Ich will hier auftauchen auch. Geht das? Nö. Ist einfach nur alles dunkel. Warum? Warum ist ja alles dunkel? Warum ist ja alles dunkel? Da ist ein Sinken Spritefield. Habt ihr gerade gesehen? Er hat es gerade aufgeleuchtet. Wir müssen warten, bis Pokémon kommen. Sonst sehen wir das nicht. Sinken Fehler, seht ihr ja da. Wenn das bevor der Gegner kommt, sehen wir ja, wo wir lang müssen irgendwie.
Das ist ein bisschen schade. Hier ist ein sinkendes Schiff oder sowas wahrscheinlich. Irgendwie sowas war da bestimmt. Hier können wir auch nicht rein. Hier können wir auch nicht auftauchen, okay. Pokémon, kommt mal her. Hier ist nochmal ein Geek, okay. Da, 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 da. Hier können wir auch nicht auftauchen, okay. Doch, können wir. Sind wir in der Victoria Road wieder. Gucken wir einfach mal, was hier abgeht. Auf jeden Fall ist das Wasser irgendwie ganz komisch. Ich werde mal gucken, ob ich das irgendwie wegpatchen kann, wegpatchen oder sowas. Wenn es nicht geht, dann... Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Johnny... What the fuck? Auf jeden Fall, ich würde glaube ich sagen, wir machen erstmal Schluss hier für heute. Ich habe heute 5 Parts aufgenommen, das heißt ordentlich was zu rendern habe ich gleich. Das dauert 5 Sekunden. Ich packe die rein auf meinen PC und fertig, fertig, fertig. Keine Ahnung, was hier abgeht, ey. Kein Plan. Okay, wir sind jetzt hier draußen. Wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, das Spiel gebackt. Ja. Hier sollte man gar nicht hin, glaube ich. Haha, wie geil. Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Ja, wo geht's lang? Hier ist Ende der Map. Geil. Unser Schapedo hat uns hier hingebackt. Ja. Er sollte ja eigentlich gar nicht hin, Leute. Ich probiere mal wieder rauszukommen. Bis zum nächsten Part. Und ihr seht jetzt, ich habe endlich geschafft. Ja, ich habe bestimmt 20 Minuten dran gesessen. Für die paar scheiß Wege. Ich weiß nicht, was mit meiner Version los ist, aber irgendwie fehlt da irgendein Patch. Auf jeden Fall fehlt da irgendein Patch. Das hatten wir auch schon mal in der Arena, in der 4. glaube ich. Da hat er ja auch so ein Darkness Room war da und keine Ahnung, was damit los ist. Auf jeden Fall haben wir es jetzt durchgeschafft. Und das heißt, wir können weiter eine Victoria Road machen. Awesome, ja. Ich habe mir einen Walkthrough dazu angeguckt und bin einfach so gegangen, wie der gegangen ist. Und dann konnte ich da auch rausgehen. Boah, Leute. Bestimmt noch vorher 20 Minuten probiert, also ohne den Walkthrough das zu machen, also einfach so durchzumachen und ich bin überall hochgeglitscht, Alter. Ich war im Baum drin, ich war am Rand der Insel fest, ich wollte schon die Tastatur gegen sonst verschmeißen. Das war echt brutal, aber wir haben es jetzt geschafft und können jetzt weitermachen. Und ich weiß auch nicht, also die Level können sich ein bisschen verändert haben, weil wir im letzten Part ja da gespawnt, wo wir nicht mehr weg konnten. Und dann musste ich nochmal alles vom Geratina nochmal neu spielen, weil da mein letzter Safe war. Ärgerlich, aber von Tränen. Ja, okay, macht nichts, weil er wenig Schaden, weil er wenig kapiert. Ja, macht nichts. Also von daher, Latte. Gut EP, gut EP. Starmie, ja, soll auch hinkriegen. Auch wenn er jetzt mit Psycho-Noob oder sowas ran kann. Psycho-Noob. Kommen kann und uns one-hitten könnte. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das One-Hit wäre, unsere Verteidigung. Naja, ich bin gerade mit Fraps umprobieren am anderen PC, ob das klappt irgendwie mit. Ich nehme gerade Darksiders auf, also Darksiders 1. Naja, nicht aufnehmen, ich mache so Testaufnahmen damit und boah, hat schon gut funktioniert. Ich muss jetzt gucken, ob das mit dem Rendern alles noch klappt. Oh! Der Vogel ist cool, den mag ich. Den habe ich mal im schwarzen LP aufgefangen. Naja, nicht LP, aber im Run. Den fand ich immer cool. Gut, ich wollte gerade sagen, ey, wenn er es jetzt tötet und das er Schaden macht, ist er scheiße. Ja, auf jeden Fall ist er vergiftet. Nice. Gut. Ah, da, da, da. Oh, scheiße, wir haben nichts mehr davon. Und ich sag die ganze Zeit Kacke oder Scheiße oder was auch immer. Möp. Scheiße, ey. Oh, Mann! Schon wieder. Ich habe Vulpix jetzt nicht im Team. Das hat einen einzigen Grund, dass ich vergessen habe, wieder hinzulaufen. Aber ich werde das irgendwie noch offscreen bis zum Level trainieren. Keine Angst. Das wird noch irgendwie wiederholt werden. Ne, das ist wohl Luna. Hat sich schon entwickelt. Oh, bei mir. Bei dem Speicher noch nicht. Okay, okay, okay. Wir haben die Siegestraße geschafft. Wir müssen jetzt eigentlich so. Was ist mit dir denn los? Headbang? Ey, dude. I'm teaching Pokémon to surf. Yo, du drehst in der Welle. Wie Psychopath, Alter.
Oh, Red. Well, see you again, Zero. Und now, bevor du gehst zur Serial League, kannst du mich nochmal platten. Glurak. Ja, perfekter Counter eigentlich, ne? Der kann mich so one-hitten. Wir könnten ihn aber auch so one-hitten, aber bei Levelunterschied nicht. Sag ich ja. Slash, wow, geil. Schmeiß den zurück weg, Glurak, geil. Der gefällt mir. Hm? Boah, 4200, ey. Lucario, Lilangfinger. Sollte ein Revenge meiner Meinung nach ausreichen. Der ist eh schneller wie wir und. Jawohl, schon Cross-Shop. Jetzt kriegst du doppelte auch Revenge wieder, Alter. Revenge-Mensch. Zack, I'm dead. Deswegen, auch wenn im starken Level-Unterschied, wenn man weiß, wie man spielt, dann ist es eigentlich scheiße leicht. Ja, ich sag, Red sagt gar nichts mehr. Er hat auch keiner gegen uns gewonnen und. Oh, er will auch zur Elite vor. Series Champion. Ein Training for the Future Elite 4. Ich glaube nicht, dass du mit einem. Oh Gott. Mit einem, wie heißt das noch? Fifian? Ich meine schon, ne? Fifian, die Elite 4 besiegst, mein Freund. Aber sieht geil aus, ne? Ganz viele Leute diesmal auch. Wie sich für den Pokal gar nicht gehört. Happy Tree Fans. Ne, das sind die Backen nur gewesen, keine Angst. Die muss auch irgendwas sagen, wenn die hier so versteckt ist. Ja, toll. Sie träumt, Elite 4 Königin da zu werden, ne? Ja, genau, du machst also Shiny X kaputt, genau. Sweep, 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 sweep. Okay, gucken wir uns das mal an. Was ist das denn hier? Das sind die Arena-Leiter. Geil gemacht. Das ist geil. Jetzt kann man sehen, was für Arena-Leiter es gab und welche Art von Pokémon die hatten. Das ist ja geil. Cool. Gefällt mir. Cool. Gibt es hier keinen. Ne, wenn man hier hochgeht, ist man gleich da, oder was? Oh, Ash und Red. Ne, Ash und Diamant warten hier auf uns. Aber wir wollen vorhin noch ein paar Potions sowas kaufen. Aber ich muss noch ein bisschen trainieren, von daher können wir auch noch nicht da reingehen. Im nächsten Part gehen wir da rein. Obwohl, den ersten. Nein. Wir kommen ja nicht mehr raus. Doof. Full Heal brauchen wir noch ein paar. Ja, so. Hä? Achso, ich kann nicht mehr Items tragen. Ich wollte gerade sagen, was nützt das? Na, jetzt, das weg. Und dann kaufen wir einfach nochmal ein paar Full Heal, weil das ist mir doch wichtig, wenn wir vergiftet werden und sowas, dass wir das auch wegkriegen. Gut, sonst hätten wir eigentlich alles. Muss man unser Team noch zusammenbauen und dann passt das. So, was haben wir ein schönes Move-Pokémon. Ein Giratina haben wir noch zur Not. Aber das glaubt, das wollen wir nicht brauchen. Vulpix. Ich mache alle 55, glaube ich. Sollte ausreichen, auch wenn die alle Level 70 sind oder so. Wird's ein bisschen spannender, aber. Keine Ahnung, wie ich das mache. So sind alle voll, okay. Firestone habe ich den nicht. Doch. Doch, ich entwickle heute nochmal schnell, weil ich das noch nicht vorhin gemacht habe, weil ich das nochmal neu spielen musste. Alles ein bisschen doof. Bam! Groudon! So muss er sein. Nein, es bleibt bei Ninetales. Es bleibt bei Ninetales. Super. Kann ich leveln gehen? Keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Wo können wir denn leveln gehen? Mann, die wollen doch alle nicht kämpfen, ne? Ja, da gehe ich nie wieder runter, ey. Nie wieder, ey. Kriegt ihr mich da runter, ey. Ich habe auch schon mal der Insel, klebt dich auch schon fest irgendwie oben, ey. Scheiß Viech, ey. So, ein Scheiß. Mann, wo können wir trainieren, Don't know, was sagen die denn? Hey, Zero, did you like to function? So, next Pokémon Champion. I only battle. Ich habe mein Training gefunden.
Okay, wir sind auch noch falsch. Schlechtes Matchup, schlechtes Matchup. Ich mach mal ihn rein. Wir sollen eigentlich gut dagegen halten können. Okay, er hat den Switch predict. Enzo, kenn ich gar nicht. Was ist das denn? Enzo, oh, was geht los? Vergiftet, mein Freund. Was kommt jetzt? Oh, das ist nice production, ey. Boah. Der Maga kann ja doch mehr Zamblack, ey. Boah, Alter, ey. Oh, gut, ich dachte gerade, das ist das Erdbeer, meine. Ich habe echt einen Schockmoment gerade gehabt. Ich habe so echt gedacht, ja, kann er nicht. Aber ich habe gedacht, der Netokos mit Erdbeer ist eigentlich Standard. Von daher habe ich gedacht, das ist jetzt gegen Predicted hier. Aber Meteor Smash. Ja, sollte nicht so viel Schaden machen. Wir sind ja auch von Typ Stahl, von daher. Dafür war das doch ganz schön recht viel. Gott. Critical, okay, damit haben wir doch gewonnen. 9 XP, was ist das? Das sind solche Momente, wo man sich fühlt. Hey Game, verarsch mich nicht. Ohne Witz. Was denkt man da einfach? Hey Spiel, verarsch mich einfach nicht, bitte. Bitte mach es einfach nicht. Das ist echt nicht nett. Trainer Diamond wird besiegt. You must be really strong. Bla 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 bla. Was sagt Ash denn? Ash ist abgehauen, okay. Wir können im nächsten Part also so in die Liga reingehen. Aber ich werde davon noch ein bisschen trainieren. Und dann würde ich sagen, war's das für heute auch schon? Ja, wird's das heute schon, ne? Ja, ja, ne, ne, ne. Naja, 10 Minuten. Keine Ahnung, vielleicht trainiere ich jetzt noch eben schnell. Leute, bis gleich, würde ich sagen. Ich trainiere eben schnell. So, da bin ich auch wieder und ich habe etwas trainiert. Nicht viel, aber ein bisschen, weil ich nicht viel Bock hatte. Ich habe Pudding 3 Level trainiert. Ninetales habe ich auf Level 54 gebracht. Jeder mit denen, dann denkt, dass ich Sondermaus benutzt habe, da alles schön selbst trainiert. Nichts gelernt, beziehungsweise auch nichts bekommen, irgendwie. Ja, mal gucken, vielleicht können wir noch ein paar TMs beibringen. Aber erstmal holen wir, Dings von der Box. Ja, ich denke mal, wir schwören das so schon vom Level her. Das wird eine große Herausforderung. Eine sehr große. Aber ich denke mal, wir werden das hier hinkriegen. Ich werde das alles in einen Pack packen, glaube ich, Top 4. Also die komplette Top 4 in ein Part für euch, egal wie groß er wird. Dragon Claw, wer kann das denn? Keiner. Call mal zum Boosten, das wäre auch geil. Kann auch keiner. Oder? Nö. Schade, Raw. Bug up, das ist auch geil. Ja, Langfinger. Bisschen Sweep mit Langfinger wäre auch geil. Faint Attack, setze ich eigentlich kaum ein, außer auf Geist-Pokémon. Haben wir noch was anderes gegen Geist-Pokémon? Nö. Wäre der einzige Move. Muss ich noch überlegen, ob ich das mache. Ich glaube, ich mache mal dafür lieber Cross-Shop weg. Ja, eindeutig, ich mache Cross-Shop dafür weg. Bark up. Sollte mal ordentlich Boost geben. Bullet Seed, nein. Sunny Day, Blizzard, Hyper Beam. Rain Dance, Giga Drain. Haben wir Pflanzen-Pokémon? Das kann ich noch kommen machen mit Solar Beam. Müsste ich mal gucken. Thunderbolt, kann das noch wer lernen? Pudding? Nö. Irgendwie nicht. Earthquake, oh, ganz wichtig. Das wäre geil auf Langfinger. Was kann ich dafür wegmachen? Hey, Sludge Bomb. Eigentlich ja schon, ne? 90. Muss mal gucken, ich bin echt am überlegen. Ne, ich glaube nicht. Ne, das kommt mir nicht darauf. Nein, habe ich gesagt. Gut. Spukball. Digigen noch physisch. Oh Mann. Flammenwurf. Gucken, was Pudding so lernen kann, alles noch. Da kann man nicht gucken, schade.
Weil Pudding ist ja eigentlich physisch, von daher würde sich das nicht so lohnen. Fassade, Secret Power, Type, Steering. Ja, ich glaube, das reicht so. Mit dem Team werden wir nächsten Part die Top 4 rocken, Leute. Aber erst im nächsten Part, wie gesagt, und das wird ein Special Part sein, der etwas länger geht als sonst. Von daher verabschiede ich mich und sage, bis zum nächsten Part. Ciao.